an dir. Ich wünsche in der nächsten halben Stunde nicht gestört zu werden. Ich muss über die Zukunft der Bioenergie auf diesem Planeten entscheiden. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Okay, klettern. So. Zweige abbrechen. Na, jetzt lauf doch was schneller, Faye. Ist ja nicht auszuhalten. So, dann rein mit den Zweigen in den Lüftungsschacht, denke ich mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Die Maschine saugt die Blätter ein. Okay. Ich sollte nicht näher heran, nicht so lange Indes direkt. Noch mehr abbrechen oder wie? Der Schacht ist schon verstopft. Ach so. Nein, nein. Also wieder runter. Ach so. Klimasteuerung verstellen. So. Jetzt wird's kalt. Nun kommt wieder warme Luft herein. Ach so. Schließen. Ich sollte nicht näher heran, nicht so lange Indes direkt vor meiner... Okay. Was? Ah! So. Den Keil jetzt an die Balkontür. Die Tür ist offen. Dann schließe sie. Ist wohl kalt geworden. Ich sollte nicht so lange in der... Also muss ich ihn irgendwie weglocken. Bloß nicht. Der Schacht führt nach oben. Da geht es direkt in die Höhle des... Wie, jetzt muss ich nochmal verstopfen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. So. Dann kann ich jetzt die Klimaanlage total heiß stellen.
Und wieder hoch damit. Soll die heiße Luft draußen bleiben? Okay. Jetzt steckt man dann Keil rein. Da kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Sehr gut. Dann können wir jetzt wieder die Zweige abbrechen. Ein bisschen eintönig, das Rätsel. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Und die Klimaanlage wieder verstellen. So. So, jetzt wird's kalt. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Da fällt mir jetzt nur noch eins ein. Indem ich einfach das Telefon kappe. So, müssen wir aber leider dafür erst wieder verstopfen. So. Mal sehen, ob das jetzt wird. Ja. Mal wieder. So, Messer und Telefon. Und schnipp. So, und verstellen. So. Jetzt wird's kalt. So. Miss Buendia, die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. So, dann jetzt schnell. Ich sagte schnell. So, Algengenerator schnappen. Geschafft. Oh, okay, jetzt müssen wir wohl Ben spielen. So. Ansehen. Das Steuerungspult für den Magnetkran. Ach so, da müsste ich ja erstmal wissen, was ich bewegen muss. Container durchsuchen. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Metalldeckel in die Kiste? Viel zu tief. Das sieht vielversprechend aus.
Absenken. Bewegen. Erst wenn der Kran wieder hoch. Ich nehme die Sachen wieder. Nichts passiert. Er lässt sich wohl nur auf dieser Seite. Wild improvisiert. Ich nehme die Sachen wieder. Die Kiste um. Wild improvisiert. Tinef. Ein Kran mit Magnet. Ja, aber das bringt mir nicht so sonderlich. Da ist nichts nützlich. Die Kiste und die Kiste ohne Deckel. Also ich denke mal, dass ich ja dann damit fahren sollte. Wild improvisiert. Wild impro. Warum legt ihr das denn jedes Mal auf das Brett? Mumpitz. Kabbes. So ein. Ja, dann muss das ja so irgendwie dann doch klappen. Wild improvisiert. Ein Kran mit. Die Kiste um. Ein Kran mit Magnet. Wild impro. Ich nehme die Sachen wieder. Ist schon lustig, wenn der Deckel da noch dran klebt. Bewegen. Ach, Quatsch. Erstmal wieder leer. Ich nehme die Sachen wieder mit. So. Absenken. Thank you.
Wie soll denn das gehen?